Ja, hallo vom Zelt für Yoga mit einer weiteren Folge Tipps für mich, von mir für mich und vielleicht auch für euch. Nun, das Thema dieses Videos ist Achtsamkeit, Bewusstsein, bewusst leben. Wie oft ist man im Alltag verstrickt und das Hamsterrad dreht sich und irgendwann ist man so weit, dass man gar nicht mehr merkt, dass man in einem Hamsterrad ist, dass man immer dasselbe macht, dass sich immer dieselbe auch Scheiße wiederholt. Und so sollte man sich immer ein wenig zurücknehmen, mal langsamer treten, kürzer treten, mehr chillen und einfach mal beobachten, was man da überhaupt den Tag über macht, wie viel man macht. Und wie viel man sich davon hätte sparen können. Man hat oft das Gefühl, das muss ich machen, das, das noch, das noch, das noch, das noch und Arbeit und da noch und Sport muss ich auch noch machen und zwischendrin aufs Handy gucken und dann weiß man oft gar nicht mehr, was man da macht, wie sehr man Dinge tut, die einem gar nicht gut tun. Und so immer wieder mal einen Gang zurückschalten und beobachten, was macht man, wie macht man was. Und wie verhält man sich überhaupt? Wie schnell ist man genervt, frustriert, weil man einfach auch Dinge macht, die man gar nicht tun sollte, die einem nicht gut tun. Und trotzdem macht man sie, warum auch immer, weiter. Doch das findet man erst raus, wenn man kürzer tritt und beobachtet. Wenn der Geist aber immer dreht und voll ist mit Gedanken, dann kann man nicht beobachten, ist nicht möglich. Deswegen vergessen ja viele Menschen zuallererst sich selbst. An andere denkt man, ah, ich muss noch das erledigen, den muss ich noch anrufen, das muss ich noch machen, dafür gibt es Handy. Aber die wenigsten schreiben in ihr Handy, Zeit für mich, 13 bis 14 Uhr, Samstag, meine Zeit. Ja, und so sage ich mir auch immer mal öfter wieder, mach mal langsam, das brauchst du jetzt nicht heute noch extra erledigen, kannst du morgen auch machen. Noch einkaufen, naja, wenn ich keine Gurken habe oder keine Tomaten, nun esse ich was anderes, muss ich nicht extra nochmal losdüsen. Oder ach, den muss ich jetzt noch anrufen heute, weil der hat heute geschrieben und ja, wenn es kein Notfall ist, muss ich heute nicht zurückrufen. Kann mal langsamer machen. Aber trotzdem erwischt man sich natürlich immer wieder, ah, das muss ich noch, das, das, das. Und immer wieder mal beobachten, gucken und von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt sollte es dann irgendwann besser werden, dass man sich mehr beobachtet, dass man von sich aus innerlich sich so verändert, durch Yoga-Übungen zum Beispiel, dass man ruhiger wird. Und in der Ruhe auch die geistige Ruhe, nicht nur die körperliche Ruhe, erkennt man dann immer mehr die Wichtigkeit bestimmter Dinge und die Unwichtigkeit von anderen Dingen. Deswegen gibt es ja auch so viele Bücher über Achtsamkeit. Aber die Achtsamkeit kann man nicht schulen, habe ich auch probiert, indem man rumrennt, sondern man muss sich selbst erstmal entschleunigen und dann erkennt man. Also man kann nicht so weiterleben wie bisher, heißt das auf gut Deutsch, und dann erwarten, dass man bewusst wird, dass man gesünder wird, freier wird, das kann man vergessen. Es geht nur mit Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit erfordert erstmal, setz dich mal hin. Schau mal, was ist los? Was hast du heute alles gemacht? Wieso drehst du so am Rad? Was steht alles noch auf der To-Do-Liste? Ah, das muss ich, das, 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 das. Am besten alles abarbeiten. Aber warum nicht mal hinsetzen, dicken Stift nehmen und das brauche ich jetzt heute nicht, das nicht, das nicht. Habe ich mal eine halbe Stunde mehr Zeit für mich. Nun, dann danke wieder mal fürs Zuhören mit ein paar Tipps von mir, für mich und vielleicht auch für euch. Ciao, ciao.